Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Dubaro Computersysteme und zwar mit dem Benz Hardware 1200 Edition für 1349 Euro. Dieses System wurde mir vorgeschlagen bei uns im Videovorschlägekanal von Marcells RGB Hardware und das schauen wir uns jetzt mal an. Kommen wir wie immer erst zu dem Bild, ist das stinknormale Gehäusebild. Die RGB-Lüfter, die ihr da seht, die sind auf jeden Fall auch so mit dabei. Ich habe das Gehäuse mir auch selber gereviewt, das Video dazu findet ihr auf meinem Kanal. Der Prozessor ist ein AMD Ryzen 5 7500F. Der hat 6 Kerne, 12 Threads, 65 Watt TDP und unterstützt offiziell DDR5 5200 MTS. Könnt ihr, sofern ihr nur zwei Riegel nutzt, auch ganz easy mit 6000 laufen lassen, ist hier tatsächlich auch so verbaut. Das ist ein Prozessor, der immer wieder unterschätzt wird. Gerade wenn es in Richtung WQAD Gaming geht, wo die Grafikkarte mehr belastet wird, reicht der ganz, ganz dicke aus. Solltet ihr auf die Idee kommen zu streamen, würde ich persönlich immer zu einem 8-Kerner raten, habe ich auch schon des Öfteren gesagt, weil ihr habt ja jetzt nicht nur irgendwie OBS offen und das Game, sondern ihr habt noch irgendwie Spotify oder Discord oder noch einen Browser-Tab und einen Streambot und solche Geschichten am Laufen. Deswegen nehmt da lieber einen 8-Kerner, auch wenn ihr über die Grafikkarte rendern könnt. Natürlich in E-Sports-Titeln und so funktioniert das mit dem hier auch, ich wollte es nur gesagt haben, sofern ihr irgendwie AAA-Titel oder so streamen wollt. Und der kostet 158,90 € bei Mindfactory. Der CPU-Kühler ist ein Enderfy Spartan 5 Max ARGB. Der hat eine TDP-Klassifizierung von 180 Watt. Der kann auch einigermaßen was, den habe ich nämlich auch schon getestet und für den Prozessor reicht er auch ganz dicke. Bringt auch noch ein bisschen RGB-Beleuchtung mit, ist jetzt nicht der hübscheste, muss man ganz klar sagen, aber er reicht halt einfach aus. Und der kostet 17,99 € bei Amazon. Das Mainboard ist ein MSI Pro B650S Wi-Fi DDR5. Das hat gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke, hier kann eine SSD verbaut werden, hier unten noch eine weitere SSD, hier kommt die Grafikkarte rein und dann habt ihr noch zwei Erweiterungsslots, unter anderem für eine Capture-Card. Ihr könnt auch noch eine Netzwerkkarte einbauen, ihr könnt eine USB-Erweiterungskarte einbauen. Ne? Ich sage ja immer nur Capture-Card, die wenigsten werden das benutzen, aber dafür sind diese Slots halt da. Ihr könnt theoretisch sogar noch eine SSD darüber nachrüsten. Dann bringt das noch 7.1 mit WLAN und Bluetooth-Antennenanschluss, 4x USB 3.0, 3x USB 3.1, USB Typ C ist mit am Start, ein Netzwerkanschluss. Die Onboard-Grafikanschlüsse könnt ihr mit dem 7500F nicht benutzen, der bringt keine integrierte Grafikeinheit mit. Ihr zieht das Bild sowieso über die Grafikkarte. Designtechnisch brauchen wir nicht drüber reden, dass das jetzt irgendwie ein hübsches Board wäre oder so. Das ist nämlich Quatsch, aber es reicht in so einer, sag ich mal, verhältnismäßig günstigen Config eigentlich völlig aus. Das System bringt ja immerhin schon DDR5 und so weiter mit. Selbst in dem Preisbereich sage ich ja noch, ja, DDR4 kann man irgendwo noch machen, aber finde ich gut, dass sie hier auf DDR5 gesetzt haben. Dann wird halt beim Board ein bisschen gespart. Und das kostet 166,59 € bei Mindfactory. Die Grafikkarte ist eine 12 GB Nvidia RTX 4070 Super. Da wir hier beliebiger Hersteller haben, nehmen wir jetzt einfach die günstigste am Markt und die kommt in dem Fall von Palit. Und in dem Preisbereich finde ich eine 4070 Super auch völlig in Ordnung. Es gibt teilweise Hersteller, die nur eine 4060 oder so reinschmeißen, von daher passt das schon. Ist eine gute Grafikkarte für Full HD und WQAD, 4K Gaming wie immer, E-Sports-Titel, ganz easy, AAA-Titel, wird dann schwierig mit Raytracing und so, deswegen schaut euch einfach den FPS-Test in meiner Videobeschreibung an. Und die kostet 599 € bei Mindfactory. Der Arbeitsspeicher sind 32 GB DDR5 6000 MTS, wie eben schon angesprochen, G-Skill Flare X5 CL32. Also erstmal 32 GB. Auf jeden Fall zukunftssicher. DDR5 6000 MTS ist auch super. CL32, ja, ist auch okay. Ob man jetzt CL30 oder CL32 nimmt, ja, kann man drüber reden. Klar geht es immer besser, ne? Aber immerhin kein CL36 oder CL40. Den hatten wir auch schon häufiger in unseren Configs. Der bringt auch AMD Expo mit, also einfach nur Profil aktivieren und dann seid ihr happy. Beziehungsweise Dubaro macht das, glaube ich, sowieso. Und der kostet 117,60 € bei Mindfactory. Die Festplatte ist eine 1 TB Kioxia Xeria Pro M.2. Der hat eine Lesegeschwindigkeit von 7300 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 6300 MB die Sekunde mit TLC-Speicher. 1 TB gehe ich bei dem Preispunkt auf jeden Fall noch mit, sagen wir mal so, ab 2000 € wäre das dann wieder zu wenig, aber hier ist es auf jeden Fall völlig okay. Müsst ihr sowieso selber wissen, wie viel Speicher ihr braucht. Ihr könnt es euch ja auch irgendwo umkonfigurieren, dann ändert sich der Preis aber wieder, ne, ihr wisst ja. Aber 1 TB ist erstmal völlig okay und die ist auch noch sauschnell. Und die kostet 82,89 € bei Mindfactory. Das Netzteil ist ein 650 Watt Seasonic GC65080+ Gold. Das wäre dann dieses hier, das hat 5 Jahre Herstellergarantie, ist wie gesagt 80+ Gold zertifiziert und hat festes Kabelmanagement. Kann euch irgendwo egal sein, wenn ihr einen fertigen PC kauft, weil ihr steckt da sowieso nichts mehr um. Wenn das jetzt ein teureres System wäre, hätte ich sehr wahrscheinlich wieder gemeckert, aber hier ist das noch okay. Ist auch ein B-Tier-Netzteil. Wir haben hier die PSU-Tierlist, da kann man mal ganz schön nachgucken, der Link ist auch in der Videobeschreibung. Seasonic, G12, GC und ist ein B-Tier. Und nur damit ihr mal seht, dass das auch ausreicht, wir haben hier zum Beispiel bei der Palit-Grafikkarte 220 Watt laut Nvidia, maximal 220 Watt auch laut Palit.
Dann kommt noch der Prozessor dazu, selbst wenn der auf Anschlag läuft, 65 Watt, da erreicht ihr nicht mal mehr 300 Watt in dem kompletten System. Es ist natürlich so, ihr habt noch RGB-Lüfter und so ein Kram da drin, klar, das verbraucht auch ein bisschen was, aber 650 Watt reicht einfach dicke. Ein bisschen schade ist hierbei halt die Grafikkarte, egal welcher Hersteller das ist, also ich hatte eben ein paar durchgeguckt, die setzen alle auf diesen 12 Volt High-Power-Anschluss, bringt dieses Netzteil leider nicht mit. Das heißt für euch, ihr habt so ein nerviges Adapterkabel da hängen. Ne, da wird aus einer Strippe werden quasi zwei, die werden dann über das Netzteil adaptiert. Und dann ist die Grafikkarte auch mit Strom versorgt. Sieht nicht so schön aus, funktioniert aber. Und das kostet 71,38 € bei Mindfactory. Das Gehäuse ist ein Deepcool CC560 ARGB V2. Das wäre dann dieses hier. Das bringt schon die 320 mm Lüfter in der Front mit ARGB beleuchtet und einen im Heck auch ARGB beleuchtet. Hatte ich selber schon im Test. Optisch, naja, es muss euch gefallen, nicht mir. Ich finde es optisch jetzt nicht so den Burner. Vor allen Dingen muss man da auch aufpassen. Man kann die Lüfter zum Beispiel, die sind innen verbaut. Wenn man die nach außen schraubt, sind die näher an der Front dran und dann kommt kaum noch Luft rein. Ich denke, Dubaro wird das einfach so lassen, wie es halt geliefert wird. Da sind die Lüfter nämlich innen und das passt. Qualitativ ist es jetzt auch nicht der Mega-Banger. Ne? Wie gesagt, ich habe es mir angeguckt. Aber ja, in dem Preisbereich kann man es machen. Und das kostet 61,91 € bei ProShop. Betriebssystem ist nicht mit dabei, optional erhältlich, Service, 2 Jahre Garantie mit Retourenschein, also kein Pickup und Return. Ihr müsst das Ding selber zur Post bringen, wenn irgendwas damit ist. Oder ihr müsst den Postboten halt abpassen, wenn er gerade vor eurer Haustür steht, der nimmt das dann auch mit. Aber da kommt jetzt halt keiner und klingelt und macht einen Termin und sagt, ich hole das Ding jetzt ab. Ja, nur, dass ihr Bescheid wisst. Dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler, das Gehäuse und das Netzteil. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 1.276,26 €. Und das System kostet 1.349 €. Da seid ihr jetzt bei bummelig 70 € Aufpreis für Zusammenbau, Garantie, gut, Versand kommt noch dazu, ne, klar, aber völlig in Ordnung. Und bei 70 € Aufpreis ist es auch schwer, eine Alternative zu finden, beziehungsweise da mache ich mir kaum die Mühe und gucke mal eben nach. Vielleicht gibt es irgendwo einen Angebots-PC, klare Sache, vielleicht mit den gleichen Komponenten, der dann nochmal 50 € weniger kostet. Aber das ist echt ein guter Preis. Und ihr seid halt in der aktuellen Generation. Später, wenn ihr da irgendwie noch andere Prozessoren draufschmeißen wollt, könnt ihr das machen. Jetzt nicht High-End, dafür ist das Board nicht ausgelegt, aber ihr könntet theoretisch später noch ein bisschen erweitern. Aber alles in allem ist es echt ein gutes System zu einem vernünftigen Preis. Gut, das wär's dann wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Ein Abo wäre auch ganz nice. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.